Heute. Kreuzfahrtdirektor und Hotelmanager reisen in die Vergangenheit. 20 Jahre im Schiff, das ist echt ein Traum, danke schon, Thomas. Sängerin Katrin wechselt das Schiff. Das macht so viel Spaß. Das wird mein neues Hobby. Kadettin Nadja trainiert für den Ernstfall. Was wird doch warm in diesem Zeit. Und Schlagerstar Nicole kommt an Bord und hebt gleich richtig ab. Super. Norwegen von oben, ja? Die weiße Lady ist auf dem norwegischen Geiranger Fjord unterwegs. Kapitän Hansen kann sich aber gerade nicht an der malerischen Landschaft erfreuen. Er bereitet den nächsten Zwischenstopp vor. Kein Anlegemanöver. Der Hafen von Geiranger ist viel zu klein für die große weiße Dame. Deshalb geht das Schiff hier draußen vor Anker. Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis und Hotelmanager José Bras gehören zu den ersten, die von Bord gehen. Das Tenderboot bringt sie an Land. Sie wollen sich heute einen lang gehegten Wunsch erfüllen. Denn so winzig das Örtchen mit seinen 300 Einwohnern auch ist und so verlassen es auch scheint, es hütet etwas Besonderes. Also ich freue mich heute endlich einen meiner Wünsche, die ich schon immer mal hatte, zu verwirklichen. Es gibt in Geiranger ein Oldtimer-Museum. Das sind die Autos, mit denen Kaiser Wilhelm und all die Honoren der vergangenen Generationen wirklich auf den Dalsnipper gefahren sind. Dieses Museum kann man sich hier anschauen und wenn man sich dort anmeldet, wird man sogar mit einem Oldtimer abgeholt. Und das wollten wir zwei uns einfach mal mit viel Freude gönnen. Und ich sage nur danke, Thomas. Bitte. Kein Problem. Na dann. Sie steigen in einen 1932er Buick mit royaler Vergangenheit. Ach, genieß den Moment, José. Genieß den Moment. Die ganz norwegische Königfamilie hatten wir in diesem Auto gesessen. So, der König hat hier gesessen, oder der Königin? Oh, unten her, vielleicht. Sehr unfassbar. Schön. Die beiden werden in dem 80 Jahre alten Oldtimer, der schon so viele berühmte Hintern gesehen hat, die Reichsstraße 63 entlang kutschiert. Ziel ist der Aussichtspunkt Fliedalsjugend. Nach 30 Jahren im Schiff, das ist echt ein Traum. Danke schon, Thomas. Bitte schön. Nein, aber das ist auch ein Traum. Kein Wunder, dass unser Gäste immer so gut geht. Es ist einfach unfassbar, wenn man mit einem solchen Auto diese Strecke hier fahren darf. A, spürt man die Geschichte, die in Geiranger steckt, und zum Zweiten die Geschichte, die in diesem Auto verborgen liegt. In dem Moment, wo man es hier reinsetzt, dann ist man eins mit der Natur und dem Auto und dann hält man einfach nur noch an. Ähnlich schwärmerisch urteilte auch Kaiser Wilhelm II. Über diese Landschaft. Er besuchte diese Gegend ab 1889 jedes Jahr 25 Jahre lang und wurde damit zum Begründer des Norwegentourismus. Und wenn der hohe Herr nicht wanderte, ließ er sich fahren. An Bord hat der Herr der Küche Peter Schulze etwas zu verkünden. Lisa, hast du einen Moment bitte? Es betrifft seine Küchenpraktikantin Lisa Manns. Ja. Okay, die Kabine. Du mach mal auf jetzt. Gibt's jetzt Ärger? Setz dich erstmal hin. Oh mein Gott, okay. Alles klar mit dir? Ja. Macht der Job Spaß? Macht wirklich Spaß, ja. Ja? Ganz sicher? Ganz sicher. Wie sicher? So sicher. Ich bin wirklich sicher. Es macht richtig Spaß. Hast du es ja schon gut eingearbeitet, ne? Ja, ich könnte zeigen wir mal mehr. Ja. Du hast dich auch schon ein bisschen beim Carven so probiert. Ja. Ja, macht dir das Spaß? Das macht wirklich Spaß. Ja, da habe ich eine kleine Überraschung für dich. Warum? Du wirst deinen Posten übernehmen. Ich? Ja. Ich bin noch erst eine Woche hier. Wie cool, das ist cool. Ja. Ja, ich hab mir die Melone von Mann gesehen. Ja. Den Anfang, den er da gemacht hat. Also, ich bin schon. Oh, cool. Respekt. Gratuliere. Dankeschön. Cool. Das freut mich voll. Ich bin noch erst so hin. Das ist cool. Das freut mich wirklich. Oh mein Gott, schaffe ich das? Ja. Ach klar. Der Carver ist Obstschnitzer Arnold. Die Passagiere lieben seine kunstvollen Buffetverzierungen. Er verlässt in Bremerhaven das Schiff. Lisas Schutz. Sie ist flink, man weiß, dass sie schon mal ein Messer in der Hand hatte. Sie macht sich Gedanken und fragt viel, also sie will wissen, ist motiviert, ist pünktlich. Nee, ist schon okay, passt in unser Thema. Innerhalb weniger Tage hat Lisa den Küchenchef davon überzeugt, dass sie mehr kann als Teller stapeln.
Die Passagiere werden an Land getendert. Mit dabei Sängerin Katrin Liebmann mit Künstlerkollege Markus Stocker, Cousine Annette und ihrem frisch angetrauten Mann Sebastian. Sie wollen die einzigartige Natur im Fjord auf besondere Weise genießen. Wir werden uns Kajaks mieten und dann Richtung sieben Schwestern paddeln. Und man hoffentlich auch wieder zurückkommen. Man hat es gesagt, es dauert ganz schön lange. Man kommt mit Sicherheit mit Glasen an den Händen zurück. Ich habe jetzt meine Socke zerschnitten, weil ich keine Handschuhe dabei habe. Man muss sich jetzt helfen. Und auf einem Schiff lernt man improvisieren. Am Steg dann die Überraschung. Also die Bits sind ein bisschen kleiner, als ich dachte. Ein bisschen schmaler. Die Wellen sind ein bisschen höher, als ich dachte. Also Wellen kann man das ja nicht nennen, aber jetzt so. Ne? Also. Echte Künstler, die zur See fahren, lassen sich aber so schnell nicht abschrecken. Los geht's. Der Aufwand lohnt sich bestimmt. Schließlich sind die sieben nebeneinander herabstürzenden Wasserfälle eines der bekanntesten Naturschauspiele im Gelranger Fjord. Juhu, wir sind schneller! Auf die Bedenken folgt nun der sportliche Ehrgeiz. Es macht so viel Spaß! Das wird mein neues Hobby! Ich kaufe mir jetzt auch sowas! Und es ist gar nicht so schwer, wie wir dachten. Es ist auch gar nicht so anstrengend. Und die Kajakfahrer sind auch noch gar nicht so weit gekommen. Mal sehen, wie die Stimmung in einer Stunde ist. In der Küche ist die Stimmung von Lisa blendend. Sie muss die gute Neuigkeit gleich loswerden. Woher hast du eine Minute für mich? Ich muss dir was erzählen. Ich habe den Chef irgendwie reingerufen. Weil ich dachte, ich kriege sau Ärger. Was hat er mir erzählt? Ich glaube, die Stelle von Arnold übernehmen. Voll geil, ich kann das machen mit der Schnitzereien und so. Ich bin mit ihm gehören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da will ich dein Kissen schon mal hier hochholen und schneiden. Roberta ist schon lange an Bord. Sie weiß, da wartet viel Arbeit auf Lisa. Der Arnold hat gesagt, es ist das erste Mal, dass er wirklich jemanden hat, der ihm was zeigt beim Schnitzen, der das auch sofort umsetzen kann. Das hat er also wirklich noch nie gehabt. Dass er das so umsetzen kann, ohne dass man hier da die Wassermelone setzen hat. Aber er ist begeistert. Er hat gesagt, also wirklich, das hat er noch nie gehabt. Und weil der Meister nicht mehr lange an Bord ist, muss Lisa noch schnell ein paar Schnitzschichten einlegen. Die Oldtimer-Fans Thomas Gleis und José Brás sitzen immer noch in dem 80 Jahre alten Buick und fühlen sich wie Könige. Sie machen einen Stopp am Aussichtspunkt Flidalsjuvet. Hier wartet ein Postkartenausblick auf sie. Also das ist unfassbar. Also dieses Auto vermittelt schon ein Gefühl, was grandios ist. Und natürlich, ich kenne diese Natur, aber diese Natur ist immer wieder schön. Und egal, wo man hinguckt, jetzt spiegelt sich die Sonne dort traumhaft. Und ich glaube, man kann es am besten an ihm ablesen. Er ist so wahnsinnig verrückt ist im Moment, dass gar nicht fassen kann. Fantastisch. Doch mal, ich mache ein Foto von dir. Zwei Meter zurück noch. Das ist die Albatros 8, oder? Ah, sehr schön. Ja, natürlich. Du hast ein bisschen Höhenangst, oder? Ein bisschen, ja, wenn ich so, oh mein Gott. Ja. Schau mal davor, siehst du das? Ja. Lass uns mal da runtergehen. Ich halte dich auf. Nicht runtergucken und genau an der Stange festhalten. Schon ein bisschen so hoch für mich. So, du. Ach, du machst auf was, bitte. Ganz langsam. Ich bin für dich da. Oh, das ist wunderschön. Alright. Angekommen. Aber bitte, Thomas, tack, tack. Mama mia. Festhalten, Mann. Boah, ich hab schon ein bisschen Angst. Aber das ist fantastisch. Das ist das erste Mal in meinem Leben. Ich bin schon 30 Mal in Gairanga, aber nie hier oben. Das ist ein Traum. Unglaublich. Das ist wunderschön. José und ich, wir wissen das beide. Wir arbeiten, wir sind teilweise 12, 15 Stunden, wir sind tagelang, kommen wir aus dem Schiff nicht raus. Und so ein Moment wie dieser jetzt, der gibt so viel Energie, der macht so viel Freude und man kriegt diese ganze Energie auch von der Natur mit und bereitet dann auf das, was kommt, vor.
Während die einen die beeindruckende Natur aus der Entfernung genießen, wollen die anderen sich ein Stück davon einverleiben. Die Reiseleiter Serdal, Bernd und Arno wollen bei Küchenchef Peter Schulze den zubereiteten Seelachs abholen, den sie gestern im Isfjord geangelt haben. Peter bespricht gerade das Abendmenü mit Restaurantleiter Lars Gröning. Wir haben gestern geangelt. Das war sehr schön. Dann haben wir den gestern abgegeben und der Chef war uns sehr nett. Hat gesagt, okay, ich mache ihn für euch. Und die Jungs waren echt schön so mit Gemüse, mit Knoblauch mit reingetan. Den wurden wir satt und ja, wir haben sich geangelt. Darf man heute mal wieder seinen eigenen Fisch mal essen. Hab ich noch nie gemacht so? Also selbst einen Fisch gefangen und ihn dann sehr zubereiten lassen. Und aber essen tut ihn dann selber. Aber vorher muss noch die Chefmarinade drauf. Eine solch exklusive Verkostung findet hier selten statt. Ich finde es sehr, sehr lecker. Ich wollte es nicht ausbrechen. Dann für mich bin ich extra. Du weißt es. Und zum Mitnehmen bitte. Die Kajakfahrer haben in der Zwischenzeit immer noch Spaß am Paddeln, obwohl sich die 7 Kilometer lange Strecke ganz schön hinzieht. Aber die vier merken die Anstrengung gar nicht. So hingerissen sind sie von der Umgebung. Alles Hammer. Anne, kann das nicht sehen? Wo? Ach, ja. Anne, sind sie. Komm gerade ins Eck. Aber ja, die 7 Schwestern gehören zu den meistfotografierten Wasserfällen Norwegens. Hier stürzen ganze 7 Wasserfälle senkrecht in den Geiranger Fjord, im Schnitt 250 Meter tief. Also ich glaube, das, was wir jetzt hier sehen, das kann man gar nicht erwarten, so unglaublich schön ist das. Wir haben es ja vom Schiff vorher schon gesehen, aber jetzt so nah und so klein da unten dran zu stehen. Also als wir vor dem Schiff durchgefahren sind, hätte ich nicht gedacht, dass es noch zu trocken ist. Ja, aber das ist es. Und es wäre nicht Norwegen, wenn es zu den 7 Schwestern nicht eine fantasievolle Geschichte gäbe. Denn gegenüber gibt es einen weiteren Wasserfall namens Freier, der mit etwas Fantasie einer Flasche ähnelt. Der Sage nach wollte der Freier eine der 7 Schwestern heiraten, doch keine der Schwestern ging auf sein Werben ein. Daraufhin wurde der Freier zum Alkoholiker, weshalb sein Aussehen dem einer Flasche ähnelt. Die Ausflügler müssen sich von dem Anblick losreißen und die 7 Kilometer zurück in Angriff nehmen. Sie haben Glück. Auf ihrem Weg zum Kreuzfahrtschiff werden sie von Delfinen begleitet. Auch Thomas und José sind zurück von ihrem kaiserlichen Ausflug. Jetzt sind es ja, noch 40 Meter bis zum Tenderboot, dann geht's wieder zur Arbeit zurück und vieles steht vor der Tür. Nicole kommt morgen früh. Wir werden da noch einiges vorbereiten dürfen. Ich glaube, genau das macht diesen Beruf aus, dass man arbeitet, aber auch solche Erlebnisse hat. Das ist ein Traum. Und so macht sich das kleine Rote auf den Weg zur großen Weißen. An Bord Menschen, die einen außergewöhnlichen Tag erlebt haben und die sich erschöpft, aber glücklich auf eine ordentliche Dusche freuen. Hallo. Nachdem alle Sonderwünsche erfüllt sind, gehen Bernd, Arno und Serda mit ihrem Seelachs-Spezialmenü an Deck in die Copernicus-Bar. Bernd ist immer noch ganz stolz auf den ersten Fang seines Lebens. Ich freue mich jetzt, die beiden jetzt einzuladen zu einem ganz leckeren Fischabendessen. Und ja, freue mich, dass das so gut geklappt hat hier alles. Künstlerbetreuer Serdal ist begeisterter Hobbyangler. Er weiß, wie ein Fisch zerlegt wird. Nur beim Angeln hatte er gestern kein Glück. Aber er gönnt Bernd seinen Erfolg. Immerhin hat er es geschafft, Bernds Leidenschaft für das Angeln zu wecken. Vielleicht werden sie ja noch öfters gemeinsam fischen. Ich bin da jetzt nicht so der Fischesser zu Hause und das hat sich auch heute geändert, glaube ich. Also der Fisch ist wirklich richtig, richtig gut. Schmeckt total lecker und ich glaube, ich esse noch eine zweite Portion. Ich kann nur sagen, danke Bernd, dass du uns den Gefallen getan hast. Wirklich, hallo, schmeckt unglaublich gut.
Selbst gefangen schmeckt immer noch am besten. Geiranger verabschiedet sich vom letzten Kreuzfahrtschiff der Saison mit einem Böllerschuss und viel Echo. Es ist soweit. Die weiße Lady hat den Anker gelichtet und nimmt Kurs auf Bergen. Es wird der letzte norwegische Hafen auf dieser Reise sein. In der Dämmerung werfen die Passagiere einen letzten Blick auf das Highlight-Fjord Norwegens. So tief eintauchen in die Natur werden sie bis Bremerhaven nicht mehr. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr ist das Schiff kurz vor Bergen. Das Wetter ist schlecht, aber alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen. Bergens Einwohner sprechen scherzhaft von 366 Regentagen im Jahr und das ist nahe an der Realität. Ja, das ist klar, das ist ein Teil von Norwegen. Norwegen, Weg nach Norden und das, du könntest fahren, den Innenpassage. Und wie sagst du, wir haben ja ungefähr 13 Millionen Inseln und Schären in Norwegen. Das ist die raue Natur und ich glaube, das ist ein Teil von unseren Wurzeln und auch Seefahrtsnation in Norwegen. Dass du berühmt für gute Seefahrer in Norwegen und die Navigation zwischen den kleinen Inseln und Schären, da musst du die Fahrwasser so in deine eigene Westentaschen kennen. Die Oskari-Brücke überschreitet aber das Westentaschenformat. Sie ist über einen Kilometer lang. Und dann liegt die Hafeneinfahrt Bergens vor dem Bug. Kapitän Hansen steuert das Schiff von der Nock aus zu seinem Lieblingsliegeplatz, ganz zentral gelegen. Vielleicht hört die alte nordische Göttin auf den Kapitän Hansen. Ja, vielleicht. Wer aber sicher auf Kapitän Hansen hört, ist die junge deutsche Kadettin Nadja. Und sie soll heute die Seekarten für die Weiterfahrt vorbereiten. Durch ihre Kartenarbeit auf der Brücke verpasst sie das Anlegemanöver und die besorgten Minen von Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis und allen Passagieren und Crewmitgliedern, die heimlich gehofft hatten, der Wettergott würde sie etwas freundlicher empfangen. Also erstmal ist das Wetter ja heute nicht so schön. Man sagt ja, Bergen ist die regenreichste Stadt von Europa. Hier kommen die Kinder mit Gummistiefeln auf die Welt. Ich habe meine leider vergessen, sonst wäre das heute wahrscheinlich kein Problem. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Eine wunderschöne Morgen, spricht der Kapitän. Und von der Brücke. Eine wichtige Information zu unseren onboard gebliebenen Gäste. In ungefähr 5 Minuten Zeit wird eine Brand- und Rettungsbootübung stattfinden. Und das ist nur für unsere Besatzung. Und die Besatzung kämpft heute gegen einen großen Feind. Feuer. Eine der gefährlichsten Situationen an Bord. Auf der Brücke bespricht sich der Kapitän mit seinen Offizieren. Jeden Mal, wenn wir haben eine Übung auch, ist das Anschwein. Das ist hundertprozentig das, warum üben. Ein Offizier löst Alarm aus. Der Sicherheitsoffizier schließt die Brandschutztüren, die im Ernstfall dafür sorgen sollen, dass sich ein Feuer nicht weiter ausbreitet. Die bordeigene Feuerwehr, eigens dafür ausgebildete Crewmitglieder, steht bereit. Sie muss den Brandherd so schnell wie möglich finden und bekämpfen. Auch Kadettin Nadja ist im Team dabei. Im Kino hat Bordärztin Dr. Peschau ein Lazarett eingerichtet. Kapitän Hansen koordiniert den Einsatz von der Brücke aus. Das Feuerwehrteam ist am simulierten Brandherd angelangt. Kadettin Nadja prüft die Tür auf Wärme und Rauchentwicklung. Und trotzdem rote Wangen. Es wird doch warm in diesem Zeug, auch ohne Feuer. Die Alarmglocke, noch keine Entwarnung. Ein weiteres Feuerbekämpfungsteam ist in die Crewmesse auf Deck 3 im Bug des Schiffes unterwegs,
und simuliert dort das Löschen eines Feuers. Feuer ist eines der gefährlichsten Vorkommnisse an Bord. Einfach weil man nicht viel gewohnt 112 anrufen kann und warten, dass innerhalb von 10 Minuten der Feuerwehrwagen kommt. Sondern man ist eben ganz auf sich gestellt und muss das alleine irgendwie hinkriegen. Zumindest in der Simulation hat das Einsatzteam es hingekriegt. Das virtuelle Feuer ist gelöscht, die realen Schläuche werden wieder verstaut. Doch die Übung ist noch nicht beendet. Weit friedlicher geht es bei Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleist. Er darf den Stargast dieser Reise begrüßen. Es ist Sängerin Nicole, die als erste Deutsche den Grand Prix d'Eurovision gewonnen hat. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Das war schön, die ganze Reise, ne? Ja, eine kleine Reise, aber wir haben es endlich geschafft. Alle Wege führen nach Rom bzw. zu Albatros. Okay. Willkommen zu Hause. Lass uns reingehen. Nichts zu los. Für Nicole hat der Kreuzfahrtdirektor eine besondere Kabine parat. Es geht hoch auf Deck 9, das Jupiterdeck. Und dort gibt es genau 9 Kabinen. Diese sogenannten Penthouse-Suiten haben als einzige Kabinen an Bord einen Balkon und bieten für ein Schiff geradezu verschwenderisch viel Raum. Hier hätte Nicole auch ihren Mann, ihre beiden Kinder und ihr Enkel unterbringen können. Das ist Ihr Reich für die kommenden 2 Tage. Und wenn Sie wollen, dann sagen Sie mir eine Zeit und dann zeige ich Ihnen einmal kurz das Schiff. Und in meinem Windschatten kriege ich es ja auch wohl, also durch das Schiff, dass Sie nicht alle 2 Minuten gebremst werden. Ich habe schon 2-mal solche Kreuzfahrten mitgemacht für ein paar Tage. Aber das war eben im wärmeren Gefilde, also nicht hier bei Regen, sondern wirklich bei Mittelmeertemperaturen im Frühling und im Herbst. Und ich kenne das so ein bisschen. Das ist mal was anderes, auch mal Norwegen zu sehen. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt noch die nächsten 2 Tage auf mich zukommt. Hoffentlich keine Situation wie die, die gerade einige Decks tiefer simuliert wird. Die Übung ist für die Besatzungsmitglieder mit dem Lokalisieren des Brandes nicht beendet. Mit der Durchsage Abandon Ship, also Schiffsaufgabe, müssen sich alle an ihrer Rettungsbootstation einfinden. Einige Besatzungsmitglieder haben die Aufgabe, die Rettungsboote abzulassen. Andere werden nur aufgerufen. Sie sollen im Notfall den Passagieren helfen. Auch Kadettin Nadja und Küchenpraktikantin Lisa sind dabei. Ja, also das kenne ich ja mittlerweile in der Küche aus. Das kenne ich ja jetzt. Aber hier ist es was ganz, ganz Neues. Weil ich weiß halt einfach nicht, wie es jetzt hier weitergeht. Zunächst müssen sich alle Crewmitglieder aufstellen. Im Ernstfall sollen sie den Passagieren helfen, in die Rettungsboote zu gelangen. Und das müssen sie blind können. Es ist gut gelaufen. Der Kapitän ist zufrieden. Wir haben 22 verschiedene Nationen und 330 Besatzungsmitglieder. Und vielleicht jeden reagieren nicht so, was man denkt. Aber wenn der Alarm kommt, dass der Sachs-Klick hier mindestens die Max-Maske haben trainiert und wollen. Kitty und Ted sind zwar nicht mit Gummistiefeln an den Füßen geboren, aber sie haben welche dabei. Da es heute unser letzter Tag ist in Norwegen, versuchen wir heute noch einen schönen Tag in Bergen, trotz des nicht so tollen Wetters zu verbringen. Bergen ist nach Oslo die zweitgrößte Stadt Norwegens, mit fast 250.000 Gummistiefelbesitzern. Schlechtes Wetter gibt's nicht. Warm angezogen, Kapuze auf. Man muss davon ausgehen. Meinst du, Leute haben eh keine Probleme mit der Frisur? Nein, man muss davon ausgehen, dass wenn man in Norwegen ist, dass man einfach, dass es feucht von oben wird. Aber ich denke mal, das passiert ja zu Hause auch. Also kein Problem, gar nicht. Vor allem, wenn es so viel zu besichtigen gibt. Bei ihrem Stadtbummel erkunden sie den historischen Altstadtbezirk Bryggen mit seinen bunten Giebelhäusern aus Holz. Er wurde nach mehreren verheerenden Stadtbränden immer wieder nach Originalplänen aufgebaut. Deshalb sieht dieser Stadtteil immer noch so aus wie im 12. Jahrhundert. Seit 1979 ist Bryggen UNESCO-Weltkulturerbe. Was wünschen sich die beiden wohl vom Wunschbrunnen? Eigentlich, ich habe mir gar nichts gewünscht. Ich habe mich eher bedankt. So. Doch, ich muss sagen, ich habe mir was gewünscht. Ich möchte eigentlich gerne, dass meine Familie gesund bleibt.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man sich eigentlich wünschen kann. Seine Familie bedeutet Gitti und ihre drei Kinder. Die brachte die Alpenfliegerin mit in die Ehe. Mit den Vieren hat Ted, wie er selbst sagt, das große Glück gefunden. Seit die beiden ein Paar sind, können sie keinen Tag ohne einander sein. Und das seit 14 Jahren. Das ist eine wunderschöne Stadt. Und es ist sagenhaft, wie die innen drin, die Brücke, wie eng die Holzhäuser, sagenhaft. Ganz arg schön. Ganz arg liebevoll auch gemacht. Und man staune, es hat aufgehört zu regnen. Was in der Hauptstadt des Regens nun schon was wert ist. Zurück an Bord. Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis ist zwar trockenen Fußes unterwegs, muss aber viele Treppen steigen. Auf Deck 9 ruht der Grand Prix-Legende Nicole in ihrer Kabine ab. Ich bin's. Hallo. Hallo. Schon ein bisschen eingewöhnt? Ja. Prima. Ja, dann einmal das Schiff ein bisschen zeigen, vor allem die Wirkungsstätte für morgen. Gerne. Nicole hat Glück, den Kreuzfahrtdirektor als Führer zu haben. In den ersten Tagen verirrt sich hier normalerweise jeder. Das freut mich, danke schön. Die Atlantic Lounge, wo morgen der Auftritt stattfindet. Mir ist es ganz wichtig, dass die Leute nicht das Gefühl haben, da ist jemand, der ist unantastbar. Also der ist vom anderen Stern oder so. Und wenn man da oben steht und spürt so ein Programm runter, das ist so unpersönlich. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht haben kann. Dann schon am Diskutieren, ob die weiße Platte morgen und das gepunktete Kleid. Das passt aber noch. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde. Das Kleid trägt meine Schaufensterpuppe, die in der Diele sich befindet bei uns im Haus. Und dann decke ich eigentlich jeden Morgen tätig vorbei, mehrmals. Und die trägt also dieses berühmte Kleid. Ist alles noch vollständig erhalten. Und ja, war auch schon im Museum. Das macht das tierisch alt, ich weiß. Aber ist etwas, worauf man doch sehr stolz sein kann. Stolz ist auch Kiona. Sie darf Nikos Auftritt ansagen und ist schon ganz aufgeregt. Sie ist die junge Dame, die sie morgen ankündigen darf. Das heißt, da wäre vielleicht mal eine kurze Absprache zwischen euch nötig. Und haben wir einen Titel für die Show, wie wir das morgen nennen, dass wir das im Tagesprogramm richtig passieren? Ja, 30 Jahre mit Leib und Seele. Oh, und aus diesem Album wird man gleich eben Titel aus den letzten 30 Jahren. Wunderbar. 30 Jahre mit Leib und Seele. Ja. Okay. Dann sehen wir uns morgen, oder? Mhm. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ganz meinerseits. Ihr habt den gleichen Friseur. Das ist klasse. Ich mag das ja nicht so gerne, wenn man so einen Höhenunterschied hat. Also ich bin ja lieber dann direkt drin, da hin. Ne? Also wenn so ein Wassergraben, wenn so Absperrungen sind, dann sage ich immer hinten ein Schild und könnte nicht fickern. Also das ist, ich muss das Volk haben. Also hier ganz nah dran. Also hier ganz nah dran, genau. Super. Garantiert. Ganz nah dran sein an der ersten deutschen Grand Prix-Gewinnerin wollen morgen Abend sicher viele Passagiere. Reiseleiterin Elke und ihr Mann Thorsten machen ihren letzten gemeinsamen Ausflug. Egal wohin, Hauptsache zusammen. Wir lassen das Aquarium gehen. Das Aquarium. Mach ich auch noch nie. Okay. Und das soll sehr, sehr schön sein, habe ich gehört. Muss ich das hier eins haben? Sogar mit der Vorstellung. Und ich glaube, wir machen. Wie schwer ist es denn? Wenn Sie ein bisschen beeilen, schaffen Sie auch die Vorstellung mit den Gruppen. Okay. Ja. Okay. Jo. Nicht nur, dass es eines gibt. Das Aquarium von Bergen ist sogar das größte in Nordeuropa und beheimatet die größte Sammlung an Salzwasserfischen in Europa. Aber Elke und Thorsten sind vor allem wegen ihnen da, den Seerobben. Niedlich, wirklich nicht gemacht, diese Show. Ich bin ja, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben in Robbenshow gewesen, also Delfin und Wal habe ich auch schon gesehen, aber das war wirklich ganz, ganz süß gemacht, ehrlich. Hat mir gut gefallen. Und wir haben auch wirklich was abbekommen. Zur gleichen Zeit die Crew von MS Albatros auf besonderer Mission. Sie muss trainieren für ein großes Match, das in 5 Tagen gegen MS Antalya stattfinden wird. Was gibt's für Spielen heute? Muss man trainieren ein bisschen lang gehen. Hier den Ball gehen aus den guten Halle, wo die Jungs könnten trainieren. Bitte mehr
Cleanings hat man normalerweise zu tun, entweder in seiner Kabine, wenn die sauber machen, oder wenn die einen bedienen im Restaurant. Aber das bleibt dann auch bei diesem schnellen Kontakt. Oder bei Smalltalk. Und jetzt habe ich die Chance rauszukommen und die ganzen super netten Jungs mal auf einem ganz anderen Level, auf einer ganz anderen Ebene mal zu besuchen. Und da freue ich mich sehr drauf. Im Aquarium gibt es auch Schlangen. Genau die Tiere, vor denen Elke eine Heidenangst hat. Aber Thorsten will unbedingt bei der Fütterung dabei sein. Eine Mutprobe für Elke. Und das ist das Fressen. Thorsten ist zwar neugierig, hält aber Abstand. Elke wird immer mutiger. Also er hat gesagt, er will mir zeigen, wie man diese Schlangen umsetzt. Head like this. And take the tail like this. And you... Elke scheint ihre Angst vor Schlangen völlig vergessen zu haben und probiert es selbst. Sie hat allerdings keine Ahnung, welche Schlange sie da in der Hand hält. You got the job. Also im Moment rast mein Herz. Man sieht sich auch die Schweißperlen auf der Stirn. Also das ist schon mal ein einmaliges Erlebnis, so eine Schlange umzusetzen. Vor allen Dingen, ich habe zwar schon Schlangen mal auf der Schulter gehabt und so, aber irgendwie war jetzt doch was anderes. Thorsten ist stolz auf seine Gattin. Als ob sie nie etwas anderes gemacht hätte. Eine Frage stellt sich natürlich. Hätte er sich das auch getraut? Mit der Schlange, das hätte ich auch noch gemacht, ganz klar. Ich bin ja schließlich ein Mann, ne? Naja, aber kein Quatsch. Ich fand das schon sehr, sehr mutig, vor allen Dingen, wie du die Schlange reingelegt hast. Das war nämlich eine Giftschlange, bin ich mir ganz sicher. Auf der Weißen Lady wird auf Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis ein kleiner Anschlag verübt. Von der neuen künstlerischen Leiterin, Sängerin Katrin Wiedmann. Du, es geht um unser Basketballspiel gegen die Atania in La Coruña. Mhm. Und wir sind ja gerade dabei, ein Cheerleading-Team zusammenzustellen und bräuchten dafür entsprechende Ausrüstung, nämlich Pompons. Mhm. Weißt du, diese Tanzwedel, mit denen brauchen wir natürlich, sonst sind wir keine echten Cheerleader. Das heißt, wir müssten jetzt welche bestellen. Und das müssen wir so schnell wie möglich machen, weil wir haben ja nur noch 10 Tage und die müssen ja in Bremerhaven an Bord. Also hast du dir überlegt, wo wir die hinschicken? Wir können sie zu unserem Hafenagenten schicken. Ja. Auf die Adresse vom Hafenagenten. In Bremerhaven. Mhm. Katrin weiß auch schon, wie die Pompons verwendet werden. Die Ausrüstung der Cheerleader ist also schon mal gesichert. Jetzt muss nur noch das Basketballteam fit gemacht werden. Die Crewmitglieder aus den verschiedenen Abteilungen freuen sich sehr auf die Herausforderung. Reiseleiter Arno hat das Match organisiert und will natürlich auch mitmischen. Allerdings merkt er schon beim Aufwärmen, die Kollegen haben eine bessere Kondition. Kapitän Hansen übernimmt heute den Animateursjob und motiviert die Damen zum Anfeuern. Nervös? Nö, nicht nervös. Ich hab Lust drauf. Ich hab Bock drauf. Lustige Jungs. Ich liebe das. Es ist alles Spaß, aber das Spiel ist ernst. Da steckt was dahinter, oder? Das ist so, gegen jedem Department. Und der erste Match ist Housekeeping gegen die Küche. Das Übungsspiel beginnt. Die verschiedenen Abteilungen der Schiffsbesatzung spielen gegeneinander. Arno zeigt, dass er nicht zum ersten Mal einen Ball in der Hand hält. Die Spieler genießen diese sportliche Abwechslung von der harten Arbeit an Bord.
habe eine lange Arbeitstage wie jeden anderen. 10 Stunden und ein bisschen anderes. Das hilft auf den Moral und Boden, den Teamgeist und alles, was gehört dazu. Im spanischen La Coruña wird das Albatros All-Star-Team gegen die Crew ihres Schwesterschiffes antreten. Hier dominiert heute das Housekeeping-Team. Ganz, ganz toll gewesen. Erstens bin ich sehr dankbar, dass ich mitmachen durfte, weil die sind ja auch so ein eingeschworenes Team unter sich. Zweitens hat es einfach nur super viel Spaß gemacht. Und es war eine ganz, ganz willkommene Abwechslung zum Schiffsleben. Und wenn es in 5 Tagen so gut läuft wie heute, hat das Albatros-Team eine echte Chance. Thomas Gleis hat für seinen Stargast Nicole etwas Besonderes geplant. Und es hat nicht mit dem Schiff zu tun. Im Gegenteil, es geht vom Wasser in die Luft. Ich freue mich einfach, Bergen zeigen zu können. Einmal, weil ich auch einen ganzen Winter hier in Bergen gelebt habe. Das ist eine wunderbare Stadt. Muss natürlich ein bisschen mit der Witterung klarkommen. Und was man bei dieser Stadt überhaupt nicht vermutet, dass sie sowas von in der Natur liegt. Und genau da bringt uns der Hubschrauber hin. Und bin mal gespannt, wie sie auf den Hubschrauber reagiert. Nicole ist keine ängstliche Frau. Ich fahre auf jeder Achterbahn. Und also zu fast allen Schandtaten bereit. Ein Helikopter fliegt man nicht alle Tage. Also Helikopter ist schon was ganz Spezielles. Das Wetter spielt mit und lässt den Regen erstmal da, wo er hingehört, in den Wolken. Vielleicht denkt Nicole jetzt, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Vielleicht aber genießt sie auch einfach das bisschen Frieden und die fantastische Aussicht auf die weiße Lady und die Fjorde von Bergen. Einen Hubschrauberflug hat Kochpraktikantin Lisa für heute nicht geplant, auch wenn sie sich in der Küche als Überfliegerin erwiesen hat. 2 Stündchen darf ich jetzt raus und mir so ein bisschen hier Bergen angucken, auch wenn ich nicht weiß, wo ich hingehe. So ein bisschen den Kopf frei kriegen. Gestern Abend habe ich mit meiner Tochter telefoniert und das war schon hart. Ich habe sie gefragt, was sie den ganzen Tag gemacht hat. Und das Einzige, was sie sagte, Mama, ich habe den ganzen Tag geweint. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, ob das alles so richtig ist, was ich hier mache, ist erstmal ein bisschen raus, Kopf frei kriegen. Mal gucken, wo ich hinkomme. Lisa will sich also vor allem ablenken. Sie hadert immer wieder damit, dass sie ihre 4-jährige Tochter Lina Sophie so lange Zeit nicht sehen kann. Aber Lisa wollte unbedingt das Praktikum auf einem Kreuzfahrtschiff machen. Da entdeckt sie ein Kirchenschiff. Es gehört zu der Korskirken, auf Deutsch Kreuzkirche. Ja, meistens, wenn ich irgendwo in anderen Städten bin, gehe ich in so eine Kirche rein, weil ich einfach eine Kerze anmache, ob es für Lina ist, ob es für Dennis ist. Und gerade wenn ich hier in Norwegen bin, ist halt was Interessantes, dass ich da mal eine Kerze anmache. Einfach nur, damit ich denke, dass sie wissen, dass ich an sie denke. Also es ist halt für mich so ein, hat so was Schönes für mich. Aber leider ist es zu. Wir müssen weitergehen. Lisas daheimgebliebene Lieblinge, ihr Freund Dennis und ihre Tochter Lina Sophie, wissen bestimmt auch ohne Kerze, dass Lisa an sie denkt. Nicole ist heute aus Deutschland angereist. Für sie ist das Naturerlebnis, das die Kreuzfahrer schon seit einigen Tagen genießen können, ganz neu und beeindruckend. Aber das hier ist natürlich schon magisch. Also ich bin erstaunt, wie viel Wald es hier gibt. Also Bäume und Wasser. Auch wenn Nicole schon ganz oben war, sozusagen vom Schlager-Olymp kommt, macht ihr der Trip einen Riesenspaß. Auf dem Rückflug kann sie noch einmal den Ausblick auf ihr Zuhause für die nächsten 2 Tage genießen. Die Weiße Lady, 205 Meter lang, 25 Meter breit und auch von oben ganz schön groß. Dann ist der Panorama-Rundflug auch schon zu Ende. Thomas Gleis freut sich, dass er dem Stargast seines Schiffes etwas nicht Alltägliches bieten konnte. Daran wird Nicole sicher noch lange denken. Und er auch. Super. Norwegen von oben. Bergen von oben. Auch Elke und Thorsten wollen Bergen von oben sehen. Aber anders. Die Stadt rühmt sich ähnlich wie Rom ihrer 7 Hügel. 2 Aussichtspunkte auf den Hügeln sind mit Bergbahnen zu erreichen. Elke und Thorsten haben sich für die Flame-Bahnen entschieden,
Eine Seilbahn, die von der Stadtmitte aus auf den fast 400 Meter hohen Flöhen führt. Auf dem Berg gibt es Wanderwege durch den Wald und ein Restaurant. Von der Aussichtsplattform aus hat man, vor allem wenn es nicht regnet, einen wunderbaren Blick über die Stadt. Und auf Elkes Arbeitsplatz, der sicher vertollt im Hafen liegt. Ich war selber noch nie hier oben auf dem Flöhen, obwohl ich schon so oft in Bergen war. Ich bin einfach begeistert von der Aussicht. Ganz toll. Und dass wir noch so ein Wetter bekommen haben, damit hätte ich niemals gerechnet. Ich habe mich schon geärgert, dass ich die Sonnenbrille nicht eingepackt habe. Auch ohne Sonnenbrille hat sie seit einiger Zeit einen neuen Blick auf die Welt. Also, ich hatte bis vor einem Jahr so das Gefühl immer, dass ich so langsam betriebsblind werde. Dass ich so manche Sachen gar nicht mehr richtig wahrnehme oder mich auch nicht mehr freuen kann an manchen Sachen. Ich hatte das Glück, vor einem Jahr mal einen Vietnamesen auf der Tour dabei zu haben. Und der war so begeistert von allem. Der hat dann auf Schnee gezeigt, auf braune Blätter an den Bäumen und so. Er hat mich dieses Ganze mit neuen Augen sehen gelehrt. Also, und seitdem ist da eigentlich wieder so, dass ich auch Dinge, die ich schon kenne, immer wieder, dass die mich begeistern. Definitiv, nächste Urlaub Norwegen. Ja. Wenn wir was gemeinsam, den nächsten Urlaub, den wir machen, machen wir Norwegen. Eine Woche angeln in den Fjorden. Ich bin der Jäger, ich hole den Fisch und du Brezel. Ja. Alles klar. Brennerträume. Die beiden sind froh, gemeinsam so etwas zu erleben. Denn durch ihre Arbeit, Thorsten auf Flusskreuzfahrtschiffen und Elke auf der Weißen Lady, sehen sie sich viel zu selten. Bei ihrem Spaziergang durch die Stadt orientiert sich Lisa an den Kirchtürmen. Mittlerweile ist sie an der Domkirche angekommen. Es ist halt was Beruhigendes. Man kann hier viel nachdenken und ja, wenn man sich so umschaut, es ist echt schön. Und ich habe gerade so ein bisschen meine Ruhepol und kann über alles nachdenken, ob alles so richtig ist, was ich mache. Und ja, es ist echt schön. Lisa will aber nicht nur Kirchen bewundern und nachdenken. Sie will auch für die Familie Mitbringsel und Postkarten einkaufen. Kein Souvenirladen ohne norwegische Trolle. Aber Lisa hat sie schon beim letzten Landgang eingedeckt. Ja, die Trolle sind total putzelig. Also ich habe vom Kapitän erfahren, dass die Trolle sehr viel Glück bringen sollen. Und ich finde die einfach total knuffig. Aber ich habe genug Trolle jetzt. Obwohl, der ist so cool. Der hat so einen coolen Kochlöffel. Der ist so geil, aber irgendwann muss halt genug mit den Trollen sein. Genug Glück habe ich jetzt. Nur Postkarten brauche ich. Vielleicht mit einem netten Trollmotiv? Oder einer typisch norwegischen Kirche? Lisa macht es sich nicht leicht und eine halbe Stunde später sind alle Postkarten im Sack. So, alles geklickt, alles ist da, aber jetzt muss ich ganz schnell noch alles im Schiff, weil es doch schon sehr spät ist. Schnell vorbei an den Fassaden der bunten Holzhäuser im Hafenviertel Bryggen, zurück in die Küche. Schlagerstar Nicole hingegen ist beim zweiten Highlight des Tages angekommen. Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis zeigt ihr das Wohnhaus von Norwegens berühmtestem Komponisten Edvard Grieg, Trolltauben, in dem er 1907 starb. Grieg verband Elemente der Volksmusik seiner Heimat mit denen der Spätromantik. Das sind seine Originalnoten, die er geschrieben hat. Geht denn da als Musiker das Herz auf? Das ist noch hier die große Kunst. Also wer kann denn heute noch Noten schreiben? Also die Komponisten, wenn ich es heute Komponisten nennen, sind auch viele, die einfach nur was auf Band summen und setzt das mal um. Ja, und dann kommen eben die das hier wirklich noch von der Pike auf. Wenn man sowas schreibt, weiß man auch, wie es klingt. Ja. Edvard Grieg bekam das musikalische Talent von seiner Mutter, einer erfolgreichen Pianistin und Dichterin, in die Wiege gelegt. Sie gab ihm ab seinem 6. Lebensjahr regelmäßig Klavierunterricht. Und obwohl für seine Klavier- und Orchesterwerke weltberühmt, nannte er dieses Haus Trolltauben sein bestes Werk.
Also ich hatte natürlich das Glück, dass ich sie schon ankündigen durfte auf dem Schiff. Die sind also sehr, sehr gut vorbereitet, dass ab morgen ein bisschen Frieden Einzug halten wird, beziehungsweise Nicole in unserem Musiksalon. Die haben es am Anfang nicht geglaubt, haben gesagt, ja, und ab und zu bin ich auch humoristisch begabt. Aber als dann der Dergentoch immer näher kam, also wir sind alle eingestellt auf die junge Dame. Und das ganze Schiff freut sich. Und über so viel nette Aufmerksamkeit freut sich natürlich auch Nicole. Ganz andere Musik wird im Hafen angestimmt. Die Blasmusik gilt der weißen Lady und ihren Passagieren. Und die finden die Norweger und ihre Sitten immer sympathischer. Das ist gleich, hier ist das letzte Schiff auch. Und es ist Tradition, echtes Schiff und letztes Schiff kriegt ein extra vagant Abschied und Willkunst. Kapitän Hansen verabschiedet sich. Wieder einmal. Aber er wird immer wieder zurückkommen und den Menschen die schönsten Seiten von seinem Norwegen zeigen. Ich will immer der Botschafter so sein. Und wenn die Gäste spüren, dass der Kapitän ist enthusiastisch für sein Land, und wenn der zeigen die Gäste, wie eigentlich schön das ist, hier in Norwegen mit unseren Fjorden und natürlich als eine Landschaft. Und wenn die Gäste spielen, genau, haben wir es geschafft. Diesmal haben sie es ganz bestimmt geschafft. In der nächsten Folge. Schlagerstar Nicole hat ihren großen Auftritt mit Hindernissen. Während Küchenpraktikantin Lisa schwach wird, es wäre ein Katzensprung, einfach nur auszusteigen und nach Hause zu fahren, muss der neue Hotelpraktikant Florian ganz stark bleiben. Ist der Vorgänger, dass er mir noch ein bisschen was übrig gelassen hat? Ja, das ist alles kein Lernpacken, brauchen. Für die einen geht es nach Hause. Während die Traumreise nach Brasilien für andere beginnt. Auf die Reise.